Hi Leute, das ist Sanu hier. Das hier macht richtig Bock. Division 2 bringt uns in der Season 2 im Jahr 5 quasi in Firecrest 2.0. Und wie ich das Ganze gebaut habe und warum es noch nie so viel Spaß gemacht hat, alles abzufackeln, das seht ihr hier. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und auf dem Discord vorbei. Und jetzt geht's los. Das Firecrest-Set, eines meiner Lieblingssets in Division 1, feiert in Anführungszeichen eine Rückkehr in Division 2. Der Feuerturm, das Feuergeschütz in Division 2 ist immer so ein, ja, keine Ahnung. Niemand hat es wirklich benutzt, weil die Steuerung, ihr wisst, versucht es mal, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, versucht es mal, wählt es aus, ohne dass ihr das Set anhabt. Wählt es aus und seht zu, wie ihr wie so ein Kranführer mit beiden Sticks den Turm richtig positionieren. Mit dem einen tut er die Richtung vorgeben, in welche der spucken soll. Und mit dem anderen sagt ihr, wo ihr ihn hinwirft.
Katastrophe, das Ding. Dass das überarbeitet werden musste, ist klar. Dass dafür jetzt ein ganzes Gearset geopfert wird, ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber im Prinzip ist es auf jeden Fall schön, dass wir diesbezüglich was bekommen. Und so ist das neue Flammengeschütz von Exuru Ortiz ist endlich zu gebrauchen. Und macht meines Erachtens richtig viel Spaß, das Set. Es gibt so ein paar Varianten, die man bauen kann. Das hier ist meine. Und ich zeige euch auch, warum. Das Ganze, wir fangen mit der Spezialisierung an. Und ich habe in dem Fall die Feuerwand gewählt. Weil, ne, nicht wegen dem Schild im Speziellen, sondern einfach wegen der verlängerten Brenndauer, Brandwirkzeit, Rüstungsbruch. Wenn unsere Rüstung gebrochen wird, dann werden Gegner nochmal in Brand gesteckt. Und das Ganze passt mir super rein. Und außerdem wollte ich die Feuerteufel als Signaturwaffe von der entsprechenden Spezialisierung. Das ist hier, seht ihr hier, die Feuerteufel, das ist eine abgesägte Schrotflinte. Und die hat das Talent Zünderpatronen. Getroffene Gegner verlieren 5 Sekunden lang 50% Widerstand gegen Brand. Was tatsächlich richtig geil ist, wenn so ein paar Dicke auf einen zukommen. Da hat man meist mit Fertigkeiten Builds, die hier auf Feuer basieren oder auf anderen Statuseffekten, hat man so seine Schwierigkeiten. Mit der abgesägten Schrotflinte geht das Ganze richtig gut von der Hand. Gehen wir weiter. Was macht das Set an sich, dass wir uns einen kleinen Überblick verschaffen? Das Ortiz Exuru Set gibt uns mit zwei Teilen eine verlängerte Wirkzeit von Brandfertigkeiten von 20%. 15% Fertigkeiten Lebensenergie, was dem Turm natürlich zugute kommt, obwohl wir die eigentlich gar nicht bräuchten, weil eh kein Gegner wirklich drauf schießt. Und drei Teile geben uns nochmal 40% Brandschaden on top. Vier Teile verändern das Brennergeschütz. Und zwar, das Verbrennergeschütz dreht sich um 360 Grad. Am Anfang habe ich im PTS gemeint, das wäre ein Bug, weil es sich wirklich die ganze Zeit dreht. Und sie sind gegen das Feuer ihres eigenen Verbrennergeschützes immun, was ganz wichtig ist. Und das Verbrennergeschütz explodiert, wenn es deaktiviert wird. Ihr müsst es euch vorstellen, ich meine, im Gameplay habt ihr es ein bisschen gesehen. Es ist ein bisschen so, als wenn ihr einen Stecher Drohnenstock werft, dann habt ihr einen bestimmten Radius, der erhöht wird durch den Rucksack, den wir tragen von Ortiz. Das Ganze ist halt ähnlich aufgebaut. Ne? Dadurch haben wir einen größeren Radius, was sehr, sehr nice ist. Ihr werft euer Geschütz hin und alles, was sich in diesem Radius befindet, fängt an zu brennen. Und ja, wie gesagt, der Rucksack gibt nochmal 25% Waffenschaden bei Gegnern, die vom Ortiz-Verbrennergeschütz-Prototyp angezündet wurden. Und 25% Reichweite für den Ortiz-Verbrenner generell. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe die ganzen Items auf Statuseffekt gerollt. Ne? Einzig, weil Statuseffekt, ihr müsst es so sehen, der Unterschied bei solchen Builds bezüglich Fertigkeiten, Schaden und Statuseffekt ist, je länger ein Gegner brennt, desto höher werden die Ticks, also generell werden die Ticks höher, je mehr Statuseffekt ihr in eurem Bild als Attribut verbaut habt. Bei Fertigkeiten Schaden ist es der generelle Impact, der erhöht wird. Und in dem Set macht es, beziehungsweise in meiner Variante macht es deutlich mehr Sinn, mit Statuseffekten zu arbeiten, da wir auch mit der Niedertracht-Maske unterwegs sind. Niedertracht-Maske macht nochmal einen Debuff auf den Gegner, einen Dot, der Schaden abzieht und der skaliert. Tatsächlich mit dem Status-Effekt-Attribut. Das heißt, wir spielen dem da wunderbar in die Karten. Und das Talent ist toxische Lieferung. Status-Effekte fügen zusätzlich einen 10 Sekunden anhaltenden kontinuierlichen Schaden hinzu. Der angerichtete Schaden entspricht 50% des Schadens der Sprenggranate und wird vom Status-Effekt-Attribut beeinflusst. Welche Brust habe ich genommen? Ich habe eine Wyvern Bear genommen. Ihr könnte natürlich, hätte ich eine gute, würde ich eine Golan hier nehmen. Oder eine von dem neuen Set, wo auch mit einem Teil Statuseffekte drauf ist. Ist jetzt nicht so schlimm, dass hier Fertigkeitsschaden drauf ist. Aber ihr wisst, wo die Reise hingeht. Da könnt ihr euch austoben. Auch Fertigkeiten-Tempo, Fertigkeiten-Schaden. Tempo, weil der Turm doch tatsächlich relativ lange im Cooldown ist. Das habe ich auch bei den ganzen Mods habe ich so gemacht, dass ich Fertigkeiten-Tempo drauf gemacht habe. Und so, dass wir den Cooldown so weit es geht runterdrücken. Es gibt auch eine Möglichkeit, die habe ich ausprobiert, aber da kommt es wieder drauf an, macht ihr die Kills, macht das Geschütz die Kills, dass ihr da ein bisschen entgegenwirken könnt. Und zwar, hier ist sie. Perfekte Variante von Empress
International Caesars Wache. Die hat das Talent perfekte Fertigkeiten. Habe ich auch mit ausprobiert. Bei Fertigkeiten Kills besteht eine Chance von 30%, dass Fertigkeiten Cooldowns zurückgesetzt werden. Es ist ganz cool, wenn das Geschütz schafft, mehrere Gegner abzuschießen, dann kann der Cooldown im Hintergrund schon abgeschlossen sein und ihr könnt das Geschütz direkt wieder aufstellen. Ist ganz cool, wenn es denn funktioniert. Ich habe mir gedacht, komm, ich habe zwei Varianten, habe die eine damit, kann man ein bisschen hin und her switchen, aber ich habe gedacht, komm, gehen wir all in und spielen das Ganze mit Glaskanone, was jeglichen Schaden verstärkt. Ja, nimmst du halt Wyvern Bear, weil ich hatte gerade eine gute Brust auf Lager. Die Waffenwahl. Und hier kommen wir zu was ganz Wichtigem, was ich euch gleich aber unten nochmal am Schießstand zeige. So, jeder würde jetzt sagen, oh, das ist ein Feuerset, ist ganz geil, wenn du die Gegner in Brand setzt. Warum spielst du nicht mit der Feuerteufel, Daniel? Ja, habe ich ausprobiert. Macht zu wenig Damage. Vielleicht in einer anderen Variante, ja, aber es macht zu wenig Damage. Du kommst bei einem Bild, was viele gelbe Kerne hat, kommst du nicht um die Kondensator drumherum. Das Ding ist einfach best in Slot. Da kann man sagen, was man will. Kondensator, ne, für alle, die es nicht wissen, durch das Treffen von Gegnern werden Stapel bis zu einem Maximum von 40 gebildet. Jeder Stapel gewährt 1,5% Fertigkeiten Schaden. Nach 5 Sekunden verfällt ein Stapel pro Sekunde. Für jeden Fertigkeitenrang bekommt man 7,5% Waffenschaden. So, und die boostet nicht nur unseren Damage, wenn wir draufballern, sondern auch den Schaden unserer Skills, was absolut nice ist. Ewiger Blick. Und hier kommen wir zu einer Sache, die, keine Ahnung, ob das gewollt ist in Verbindung mit dem Geschütz, aber Ewiger Blick kommt mit dem Talent perfekte Wiederholung. Kopfschüsse gewähren plus 50% Statuseffekt Schaden und Wirkzeit für den nächsten von ihnen ausgelösten Statuseffekt. Der Cooldown dafür beträgt 16 Sekunden. Im Fall von dem Geschütz ist es aber so, wenn ihr diesen Buff bekommt, ihr erkennt es dann an dieser Unendlichkeitsschleife. Wenn ihr den Buff habt, das Geschütz dann werft und das Geschütz dann anfängt zu brennen und die Statuseffekte zu verteilen, dann ist dieser Buff aktiv die komplette Dauer über, wie das Geschütz da steht. Und das ist schon echt krass. Keine Ahnung, wie gesagt, keine Ahnung, ob das gewollt ist, aber versucht es mit zu integrieren. Ich bin so jemand, ich vergesse es die meiste Zeit, wenn ich unterwegs bin, dass ich den Buff aufrechterhalte. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt mit Ewiger Blick, schießt die Gegner an, holt euch den Buff und schmeißt dann das Geschütz. So, was haben wir noch? Der zweite Skill, klar, ne? Das Geschütz, gehen wir gerade durch. 19 Meter Reichweite ist ganz nice. 35,4 Sekunden Cooldown-Zeit. Wir hatten es eben bei einer 30-sekündigen Wirkzeit. Und der Brandschaden liegt bei 192.000. Die Brandwirkzeit bei 12,2 Sekunden. Was ich noch ganz wichtig fand, wenn ihr reingeht auf das Geschütz selbst und macht dort die Mods drauf, schaut, dass ihr hier die Wirkzeit noch ein bisschen mehr erhöht. Weil ne, Lebensenergie brauchen wir da gar nicht. Ansonsten ist hier auch nichts Interessantes. Beim Magazin haut ihr das Zyklon-Magazin rein für einfach mehr Brandschaden. Das Multitool haut ihr vorne rein für einfach ein bisschen mehr Fertigkeiten-Tempo. Ihr könntet auch mit Wirkzeit gehen, aber ich denke hier Fertigkeiten-Tempo, das passt. So, als zweiten Skill nehmt, worauf ihr Bock habt, Leute. Nehmt wirklich, worauf ihr Bock habt. Ich habe den Störimpuls reingenommen, weil der Störimpuls, der ist schnell ready. Der markiert nicht nur die Gegner, der stört die Gegner, der macht Schaden bei gegnerischen Helfern, sei es Hunden, sei es Geschützen, sei es egal was. Und es löst natürlich auch zusätzlich den Effekt der Niedertrachtmaske aus, dass die Gegner anfangen zu ticken und Schaden zu nehmen. Sehr, sehr nice. Habt ihr wahrscheinlich im Gameplay auch gesehen, zeige ich aber auch gleich unten nochmal. Ich glaube, das war's. Gehen wir mal kurz auf die Werte ein. Ich gerade durch, das hier sah es uninteressant. Den Rest seht ihr selbst. So, unten angekommen, gehen wir direkt mal hier zu unserem Haufen Pappkameraden. Und dann gehen wir mal gerade mal durch und zeige ich euch ein bisschen, was ich meine. So, ewiger Blick in Händen. Wenn ihr dann auf den Gegner schießt, Kopfschuss. Jetzt seht ihr oben diese Unendlichkeitsschleife. Wenn ich jetzt das Geschütz werfe,
Brennt der Baum. Kann man sich zurücklehnen und einen schönen sehen. Wie alles abfackelt. In Wirklichkeit ist es auch nice, ihr seht, dass das macht richtig Sinn. Wie gesagt, ich bin so ein Honk, ich vergesse das wirklich die meiste Zeit über. Achte dann noch meistens auf den Cooldown von der Waffe. So. Und ihr müsst halt auch schauen, wenn ihr die Waffe wechselt, dann verliert ihr auch öfter mal den Buff. Auch so eine Sache, müsst ihr auch dran denken. Und wie gesagt, Kondensator an sich für mich die perfekte Waffe dafür. Den Störimpuls, warum? Schaut es euch an. Der triggert auch, wie gesagt, schön die, den Buff von der toxischen Lieferung von der Niedertracht. Und ist sehr gut, um die Gruppe so zu supporten. Und um Gegner und die Helferlein auseinanderzunehmen. Ich find's ein richtig cooles Set. Macht wirklich Spaß. Was noch ganz cool ist, glaube ich, mach das Geschütz nochmal klein. Und was ihr im Gameplay auch gesehen habt, wo ihr auch ein bisschen, wenn das euer Spielstil erlaubt, was ihr ganz cool machen könnt, ist, ihr seid in Deckung. Stellt das Geschütz über euch. Wartet, bis die Gegner kalt sind und hebt das Geschütz wieder auf. Und bekommt dadurch natürlich auch ein bisschen was von der Cooldown-Zeit zurück erstattet. Das ist ganz cool. Wenn es funktioniert und alles klappt, dann wunderbar. Schaut euch die Reichweite an. Ist echt heavy. Ja. So. Und das war's von mir, Leute. Das ist mein Firecrest 2.0. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und schreibt mir definitiv mal in die Kommentare, wenn ihr schon mit dem Set gebastelt habt, was für Varianten ihr gemacht habt. Und ja, wie gesagt, ansonsten lasst mir ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und auf dem Discord vorbei. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Danke euch. Ciao.